das Unternehmen gibt es jetzt seit September 96. Wir haben damals zu viert begonnen, heute sind wir 135. Grundsätzlich produzieren wir Rohre aus faserverstärktem Kunststoff, kurz CFK. Das ist prinzipiell genau derselbe Werkstoff, wie Sie es auch in diesen Kohlefasermonokox der Formel 1 finden. Und wir verarbeiten es zu Walzen für bahnführende Anlagen. Es fängt an bei einer Druckmaschine, geht über Non-Woven-Materialien, was Textilien sind, Hygieneartikel sind, bis hin zu Papier- und Folienherstellung. Die Fertigungstiefe, die wir haben, hat kein Mitbewerber. Also wir fangen an bei der Herstellung der Metallteile, die links und rechts in die Walzen eingeklebt oder eingeschrumpft werden und hören auf dann bei verschiedensten Beschichtungen. Das heißt, wir liefern die Walze wirklich einbaufertig zu dem Kunden. Grundsätzlich haben wir, glaube ich, in keinem Geschäftsjahr einen Wert gehabt unter 94% Exportquote. Wobei natürlich schon die europäischen Märkte Deutschland, Italien, Finnland, England die wichtigsten Märkte für uns waren in der Vergangenheit. Das verlagert sich aber jetzt schön langsam immer mehr auch zu einem Direktmarkt nach China und Japan. Ganz muss man schon sagen, auch wenn ich da sitze, grundsätzlich gewinnen wir als Team oder wir verlieren als Team. Und das ist mir schon wichtig, weil jedes kleine Rädchen hat da einfach wirklich die Aufgabe. Und wenn es die Aufgabe richtig erfüllt, dann funktioniert das wirklich.